Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im Block BIM, Building Information Modeling. Nach diesem schönen Einstiegsvortrag möchten wir jetzt etwas in die Tiefe gehen und etwas darüber erfahren, wie Building Information Modeling konkret in Projekten eingesetzt werden kann. Und dazu wird uns jetzt Yasin Srewil etwas erzählen. Vielen Dank. Mein Name ist Yasin Srewil, ich bin Bauinformatiker und Professor an TU Dresden Bauinformatik-Institut und ich arbeite hier in Geoinformatik als Mitarbeiter im Immomatic-Projekt. Als Bauingenieur habe ich also gelernt, also wie die Gebäudeverhältnisse zu einige also Bestandteile, Wände und Dach und so weiter und so fort, alle Bestandteile und auch die Belastung von außen und von unten, von Innenseite. Als Geoinformatiker und Vermesser-Ingenieur, man lernt auch oder hat die Gelegenheit zu lernen, die Verhältnisse des Gebäudes zur Außenwelt und zur gesamten Umgebung. Und das finde ich genial und sehr interessant. Und herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute. Ich präsentiere euch also den aktuellen Zustand in unserem Immomatic-Projekt. Ist ein BMWI Forschungsprojekt, geht um BIM und GIS, konforme Dienste für Wohnungswirtschaft und Immobilien. Das Projekt läuft seit ungefähr halbes Jahr und ja, bis Juni 2020 soll laufen. Unser Projektpartner ist Map Turbomatic, ein Dienstleister in Facility Management aus Hamburg. Und ja, hier HTW Dresden, wir sind auch beteiligt. In meinem Vortrag, also OpenBIM zur Unterstützung Wohnung, Wirtschafts- und basierend auf einer PostGIS-Datenbank und ein Open Source BIM-Server. Ich möchte gerne also eine Gliederung zu meinem Vortrag geben. Oder ja, also das zuerst also möchte ich die Herausforderung im Rahmen des Projekts präsentieren und vorstellen. Und mache ich weiter also mit Begriff OpenBIM. Und letztendlich also gebe ich eine tiefe Diskussion über die Immomatic-Systemstruktur und Tools, die haben wir im Rahmen des Projekts entwickelt oder sollte weiterentwickelt werden und wie geht es weiter, also welche Aufgabe sollten wir am Ende des Projekts auch erledigen oder bis Ende des Projekts erledigen. Ja, die Digitalisierungswelle hat auch die Facility Management tief geweckt. Das heißt, also viele Informationen und ja, von Gebäude, von Außengelände und auch von Gebäudetechnik sollte also bereitgestellt werden. Und die Probleme beim Bestandgebäuden oder Bestandbauten, das ist eine enorme Herausforderung. Also die Zugang zu diesen Daten, die ist alles zum Beispiel analog gespeichert oder papierbasierte, also schon gespeichert. Das heißt, wie Herr Clemens schon erwähnt, also 25% die Arbeitszeit von Dienstleistern in der Facility Management Branche liegt vor die Information zu finden in einem Modell. Genau. Und das zweite oder dritte Problem ist die Akteuren, also jede Akteur in Facility Management Branche hat ihre Interesse und seine Priorität. Das heißt, also jeder hat seine einige Lösung gefunden und entwickelt, weiterentwickelt. Und jetzt, also die beim Digitalisierungswelle, die Druck ist enorm hoch, damit also diese vor die offenen Standard und offenen Format auszutauschen. Und ja, letztendlich auch die BIM und GIS-Daten, also der aktuelle Zustand beim BIM-Modell ist, die Georeferenzierung-Daten im BIM-Modell ist nicht so gut ist und immer kamen mit mangelhaft. Unsere Ziele und Einstellungen, Lösungen im Rahmen
das Projekt Ummomatic. Wir sprechen also die Bauwerksmodelle also als in offenem Format auszutauschen und gespeichert werden. Und auch ein transparentes und effizientes Asset Management für die gesamte Lebenszyklus von eines Gebäudes. Und wir machen weiter, also vereinigten Datenbereitstellung von Geodaten und auch von den Bauwerksinformationen durch eine Ummomatic-Lösung, heißt das Ummomatic Broker. Und natürlich letztendlich wir brauchen auch ein semantische Inhalt von diese bereitgestellten Daten zu verbessern durch einen offenen Standard oder neuen Standard, das heißt CAFM Connect Standard. Und natürlich am Ende oder Teil von unsere Ziele ist auch die Prozesse integrieren, zum Beispiel die Geschäftsprozesse, Modelle, Merkmale sollte in gesamten Projekt auch vorhanden sein. Ja, also ich bleibe beim Definitionen und Begriffen, also kurz und knapp. BIM, Building Information Modeling, für mich also ist eine Digitalisierung und Prozessoptimierung für der gesamten Bauindustrie. Open BIM bezeichnet den offenen Daten oder modellbasierten Datenaustausch oder Datenaustauschformat, nämlich ist IFC. Der Begriff ist von englischer Sprache ist Industry Foundation Classes. Es ist als ISO 17739 bezeichnet. Also die IFC Schema enthält mehr als 700 Klassen und diese Schema beschreibt auch die Relation zwischen diesen Klassen. Und weiterhin, diese Klasse ist schon abgebildet in diesem Schema nach einer bestimmten Hierarchiestruktur. Und natürlich bietet dieses Schema also mehr als 1000 Eigenschaften für diese Klassen. Beispiel, wir haben hier ein IFC Site, also das ein Liegenschaft. Moment, genau. Also ein Liegenschaft, die abgeleitet von IFC Projekt und diese IFC Site hat ein IFC Building, die verknüpft werden mit einem IFC Produkt durch eine semantische Relation, also Contentment Relationship und IFC-Produkt hat viele Subklassen, zum Beispiel IFC-Wall, IFC-Dach oder IFC-Roof auf Englisch und IFC-Door, IFC-Windows und so weiter und so fort. Alle Bauteile sind schon bezeichnet. Und ja, unsere Ziele, also im Rahmen des Ummomatic ein Open Source Model Server zu benutzen, das heißt also bimserver.org ist schon eine Java-basierte Software entwickelt in der Delft-Universität Niederland. Diese BIM-Server hat viele Funktionalitäten und Eigenschaften, zum Beispiel Modell vergleichen, Modell visualisieren durch ein WebGL Interfaces und auch gibt es Modell vergleichen, mergen, auch Modell austauschen durch verschiedene bekannte Formate, IFC, JSON, GitLab und so weiter und so fort. Und gibt es auch mehrere Schnittstellen. Also die BIM-Server bietet mehrere Schnittstellen mit einer anderen Lösung zu verbinden, zum Beispiel durch ein RESTful Services oder Swap und JSON Query. Hier gibt es ein Snapshot für die Web-Interface von BIM-Server gibt es ein Modell Bäume, also alle Klassen sind hier schon geschildert und auch die Navigation von BIM-Modell kann man durch diese Funktionalität von Plugins zum Beispiel durchführen.
Und ja, in unserem Projekt, wir können also die Entwicklungsphase in drei Schritte also zuordnen. Zuerst also Modellverbreitung oder Input-Modelle digitalisieren zum Beispiel und Sachdaten verbreiten. Und zweite ist Informationsbeschaffung und Fertigstellen. Und letztendlich also die Dienste, zum Beispiel Handwerkkopplung oder Vermietung, Informationen, Dienste, also die durch Vermietungs- und Wartungsarbeit, Instandhaltungs- und so weiter und so fort, bis ein Exposé zu erstellen. Genau, also die unsere Struktur, also in Immomatic, wir haben einen Immomatic-Kern, Borker, und hat viele Facetten. Zum Beispiel, er hat einen Konverter, um die CAD-Grundrissendaten also zu konvertieren. Wir haben auch die APIs schon entwickelt, also die mit BIM-Server kommunizieren kann oder mit PostgreSQL-Datenbank und mit Merkmalen-Server. Und auch wir planen eine Schnittstelle für die Nutzeroberfläche, damit also die Hausmeister in einem bestimmten Gebäude also die Informationen vor Ort also erfassen. Und auch wir planen auch die Prozess-Server zu integrieren in unsere Plattform, damit also auch zum Beispiel BBMN Prozess-Map integrieren in unsere Arbeitsweise. Genau, also die Umbud-Modelle oder Test-Modelle, wir haben, wie gesagt, also oder wie auch Herr Clemens schon erwähnt, wir haben Modelle von Bestandgebäuden, die ist als CAD-Dateien gespeichert, aber nicht jede welche, also CAD, sondern also mit guter Qualität. Das heißt, gibt es viele Informationen drin. Wir konvertieren das durch ein Tool, also ein Entwicklungstool, das heißt CAD2BIM. Und natürlich, wir haben wie auch immer also ein neues Gebäude, die ist schon modelliert durch ein Autodesk, Revit oder Archicad, Allplan, Nemetschek. Genau. Und in unserem Ablauf, also wir haben die Modelle schon modelliert also und nach IFC Confirme, also ausgetauscht. Und sollte diese Information, also diese Modelle in BIM-Server hochgeladen und dann können wir durch Immomatic Broker, die ist ein webbasierter oder Webserver, können wir diese Information also nach Bedarf also abfragen und in unsere Datenbank also schicken. Und natürlich, wir haben schon ungefähr 60 Methoden entwickelt, damit diese Informationen zu kriegen direkt von den BIM-Server. Zum Beispiel, hier, wir haben ein Liegenschaftsmodell oder Liegenschaftstabelle in unserer Datenbank. Wir können also ein JSON-Query schicken an BIM-Server, damit zum Beispiel die Geodaten von das Modell also zu kriegen und unsere Datenbank zu speichern. Und gibt es auch ungefähr 60 Methoden schon entwickelt oder von Ansicht von Facility Management schon definiert, damit also diese Informationen direkt in der Datenbank, natürlich nicht alle Informationen sollte in der Datenbank gespeichert werden, sondern eine bestimmte Information, ich zähle das später. Wir haben eine komplexe Abfrage, hier zum Beispiel, get all Räume in einem bestimmten Etage. In diese GeoQuery oder JSON Query, wir haben die Aggregation Relationship schon festgehalten und wir haben auch die GUID, also die Global ID für ein bestimmtes Geschoss gegeben und ja, die Relation zwischen die Räume bis Geschoss, das heißt also zum Beispiel ist composite by, also das Geschoss ist composite by Building, composite by Geschosse und Geschosse hat eine Aggregation oder die Räume ist eine Aggregation von oder Geschosse ist eine Aggregation von ein related Objekt. In diesem Fall ist es ein Spaces oder ein Räume im Endeffekt. Und diese Räume, also kann man auch automatisch
die Footprint für diese also Räume also auch darstellen und auch speichern in der Datenbank. Ja, also die PostGIS-Datenbank, wie gesagt, also ist schon in unserem Projekt bildet die Bauwerkstruktur ab, genau wie in IFC. Das heißt, wir haben ein Projekt, Liegenschaft, IFC-Site, wir haben ein Gebäudemodell, oder nicht Gebäudemodell, sondern Bauwerksmodell oder Gebäude. Und wir haben Etagen, wir haben Spaces, in diesem Fall ist Räume, und wir haben auch Bauteile, das betrifft die Fenster, Wände und so weiter und so fort. Und natürlich, die Abfrage basiert auf bestimmte Parameter immer wieder. Wir benutzen die SIBE-Parameter, also die Global IDs und Object ID, um diese Abfrage zu stellen und online die Kontakt mit der Datenbank zu stellen. Genau. Ein weiteres also Beispiel ist ein Kinderspielbeispiel oder Kinderspielebeispiel für euch. Vielleicht ist nur also die Entfernung zwischen zwei Punkte, zwei Modelle in unserem Fall zu berechnen, aber das durch unsere Datenbank und unseren Immomatic-Server. Und ja, das ist einfach, aber wir planen noch ein komplexe Abfragen zu definieren oder implementieren in unserer Datenbank. Ich komme kurz über die Thema, also Informationanpassung und oder Informationerreichung. Die Modelle oder ja auch die BIM-Modelle kamen manchmal mit weniger Informationen oder fehlt ein paar semantische Informationen von diesen Modellen. Wir mussten auch durch ein CAFM Connect Standard und Merkmal-Server diese Informationen oder die Inhalte von Informationen zu verbessern. Zum Beispiel wie Herr Clemens schon gesagt, also die Tourarten zum Beispiel kamen mit Brandschutz oder ohne Brandschutz. Also diese Abfrage sollten wir auch oder diese Information sollten wir auch unser Modell futtern, wenn es fällt, also ein Native Modell. Ja, ich komme zum Überblick über unsere nächsten Schritte in Entwicklung. Wir bauen noch also mehrere Funktionen in unserer Datenbank und unserer Plattform und sollten wir noch mehr also Abfrage formulieren und weiter eine komplexe Abfrage oder eine komplexe Abfrage mit GIS oder in GIS zu formulieren und implementieren in unserer Plattform. Und natürlich, wir planen noch die Dienste und Prozesse Server mit Ummatic-Plattform integrieren lassen. Damit also können wir ein bestimmtes Szenario definieren, zum Beispiel um einen Mangel, die Mangel zu erfassen und ja, Austauschprozess zu automatisieren, zum Beispiel für eine bestimmte Tour, für ein bestimmtes Fenster können wir also automatisch die, also die Order erstellen und dann die gesamte Kette also von allein also laufen lassen. Ja, mit dieser Folie bin ich also am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Herr Sreville, vielen Dank für Ihren spannenden Vortrag. Hat jemand Fragen zu diesem Projekt? Ich habe eine Frage zum technischen Detail, was wahrscheinlich nicht unbedingt der Schwerpunkt jetzt des Vortrags war, aber dieser BIM-Server, der ist mir halt immer noch nicht so richtig transparent, denn ich fand es ja sehr interessant, dass der PostgreSQL-Server daneben stand. Dieser BIM-Server, das ist ja ein Server, der auf ganz viele verschiedene Dateiformate zurückgreift und die dann halt in der geeigneten Art rausliefert, um damit dann eine Standardisierung auszuführen oder eben Datenaustausch mit anderen Programmen zu ermöglichen. Also wir haben schon verstanden, dass also wir haben ein API, also durch diese API können wir die Informationen abfragen. Wenn eine bestimmte Information fehlt, dann sollten wir diese oder eine bestimmte Information ist falsch oder nicht in Form ist, dann können wir durch diese Merkmale-Server
die richtige Information oder richtige Definition von dieser Information wiedergeben an dem Modell. Wo diese Attribut gespeichert werden, das ist auch eine offene Frage. Wir können an dieser Stelle also nicht diese Attribut direkt in die Modell also speichern, sondern also momentan vielleicht wir suchen nach einer taktischen Lösung in unserer Datenbank, vielleicht diese Information gespeichert werden oder eine andere. Genau. Hier gibt es noch eine Wortmeldung. Hat sich gerade erledigt, wurde gut mitgefragt. Hat noch jemand eine Frage? Guten Tag, hallo. Wird denn auf der BIM-Projekt-Erstellungsseite jetzt seitens der Softwarehersteller schon ein standardisiertes Datenmodell verwendet oder verwendet da jeder noch, was er gerne möchte? Nee, also die Modell wird, also zum Beispiel beim Neubau, die Modell also exportiert direkt nach die IFC-Schema. Also wir haben diese Exporter-Schnittstelle. Beim Revit zum Beispiel, beim Nemetschek gibt es diese Schnittstelle, aber natürlich, also die Qualität von den also Modelle ist unterschiedlich. Nicht immer also mit Top-Qualität. Manchmal, also ja, das kommt drauf an. Also, und auch wichtiger Punkt, also wie das Modell selber also in Revit oder in Nemetschek schon modelliert. Also je mehr also Informationen drin in diesem Modell, das heißt also eine gute Qualität. Wenn was falsch modelliert, dann sicherlich das Modell bleibt falsch. Muss später auch. Genau. Das. Möchte noch jemand eine Frage stellen? Dann hätte ich noch eine Frage. Das Projekt ist ja jetzt in der Förderphase. Ja, gut, also fünf Jahre gefördert. Wir haben 15 Monate noch vor uns. Hm. Ja, und hoffentlicherweise also können wir unsere Ziele, also Belimmungsziele auch erreichen am Ende des Projekts. Gut, für mich stellt sich dann immer die Frage bei solchen Projekten, also dass das sinnvoll ist, steht glaube ich außer Frage. Wie geht es dann weiter? Also war es das dann? Oder? Also unsere Partner in Hamburg werden diese Produkte auch nutzen, um vielleicht auch Herr Klimmen hat auch mehr Informationen über diese Frage. Also der angesprochene Partner in Hamburg geht in BIM einen ungewöhnlichen Weg, weil er sagt, dass wir danach dann die Software auch als offene Software zur Verfügung stellen. Die ist noch nicht gut genug, um sie wirklich jetzt jedem zu zeigen, aber das ist das erklärte Ziel des Projektes. Und deswegen haben wir auch die Förderung und das ist im BIM-Bereich total ungewöhnlich, dass ein Unternehmen dazu bereit ist. Genau. Vielen Dank dazu. Jetzt nochmal die abschließende Frage, um das wieder rund zu machen. Mit Ihren eigenen Worten, Einsatz, ist BIM die Revolution im Bauwesen nach der Einführung von CAD? Also für mich ja. Also gibt es keinen Zurück zum CAD-Zeit. Wir sind also in BIM und wir machen weiter und 2020, also wir haben eine Deadline für die von Stadt, also um die BIM und große große Anträge zu erstellen. Also gibt es kein mehr Aufträge ohne BIM. Für große Projekte natürlich und für Infrastrukturprojekte. Genau. Vielen Dank, Yasin Srivil. Vielen Dank.